Jo Freunde, hier bin ich wieder und ich begrüße euch zu einem weiteren Part meines Let's Plays mit Super Smash Bros. Ultimate. Und ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich jedes Mal bei jedem neuen Let's Play Video, das ich aufnehme und mache, dass ich jedes Mal den gleichen Riemen runterratter. Aber ich hoffe, das stört euch nicht, um Gottes Willen. Aber es ist mir jetzt gerade so aufgefallen, dass ich jedes Mal fast dieselbe Leier bringe, wenn ich ein neues Video bringe. Nice, also ich weiß nicht, ob das bei jedem YouTuber so ist, dass er jedes Mal denselben Riemen runterrattert, bei jedem neuen Video, das er hochlädt, aber naja. Kommen wir zurück zu diesem Spiel, Leute. Wir waren mit Quajutsu nach langer Zeit, ja gut, vielleicht nach langer Zeit, glaub nach drei Videos, mal wieder zu 100% erfolgreich. Ja, ich habe keinen Kampf mit Quajutsu verloren. Und ich muss auch sagen, Quajutsu liegt mir deutlich besser als Cloud, weil Quajutsu einfach deutlich schneller war. Und ich sagte ja in meinem letzten Part, dass ich jetzt einen Kämpfer nehmen werde, aber es nicht verrate, welcher es sein wird. Und zwar werde ich jetzt mal Chrom nehmen. Ich weiß, Chrom kämpft fast genauso wie Marv oder Lucina. Er hat eigentlich fast den gleichen, identischen Kampfstil, aber ein bisschen hebt er sich noch von diesen Zweien ab. Und nun werde ich diese Fähigkeit hier erwerben. Den Doppel-Ultra-Smash. Habe ich jetzt auch lang genug dafür gespart. Sonst habe ich jetzt keine Fähigkeit. Ah doch, ich hätte sogar noch eine, den Sturzvermeider. Hallo, klar. Den werde ich natürlich auch noch lernen. Und dann habe ich auch schon fast alles erworben, was es hier zu erwerben gibt. Ja, dann können wir zurück und in der Story weitermachen, denn wir waren hier das letzte Mal stehen geblieben und können, wenn wir gegen Mewtwo gewinnen, Mewtwo bekommen. Aber natürlich werde ich erst meinen Primärgeist wechseln und die Trude nehmen, um mir einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Also Mewtwo, an die Front. Komm her. Der einzigste Unterschied, glaube ich, zwischen Chrom und Marv ist, dass Chrom eine andere Spezial-Nach-Oben-Attacke hat. Also sprich, wie er sich rettet vom Rand aus. Ansonsten sind die ziemlich identisch. Wollte doch gar nicht nehmen. Aber jetzt tschüss. Auf Wiedersehen, Mewtwo. Und Mewtwo gehört uns und haben sogleich auch den ersten Kampf unseres neu gestarteten Let's Plays mal wieder gewonnen. Geil. Sonst war da drüben nichts, nein. Dann gehen wir hier hoch zu den anderen zwei. Halt, du bist zu weit gelaufen, Chrom. Bugsy ist auch von der Kirby-Reihe, sagt mir aber nichts. Spezial des Gegners ist stärker als Spezial seitwärts und hat erhöhte Angriffskraft. Ja, sollte mich aber nicht daran hindern, dass ich Ridley nicht zur Strecke bringe. Wir werden sehen, wie es läuft. Also. Oh. Wir haben ihn jetzt schon geschwächt und tschüss. Das war's. Ja, wie gesagt, Chrom und auch Marv und auch Lucina liegen mir richtig, richtig gut, weil sie erster Hinsicht richtig, richtig schnell ist und zum anderen mega gute Attacken und auch eine extrem gute Reichweite in ihren Attacken haben. Und Dr. Icebird ist von Kirby Dreamland 2, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, Eisalarm, stärkere Wasser- und Eisangriffe und Ausdauer-Smash. Ja, werde ich den hier nehmen. Und noch Viridie. Auf diesen Eisalarm gehe ich jetzt nicht drauf ein, denn Dr. Icebird ist jetzt eine sehr geringe Kampfstufe. Alt, darum traue ich noch gar nicht. Was? Gewonnen! Was? Mit einem einzigen Hieb schon weg. Mit einem einzigen Schlag. Lol. Hätte ich jetzt definitiv nicht erwartet. Okay. Gut, dann war es das auch schon gewesen. Dann gehen wir hier weiter. Okay, und was kommt jetzt?
Er bot an Seite Alucards Dracula die Stirn, trifft deine Wahl. Das war, glaub, Trevor Belmont, oder? Kid Dracula war es nicht. Trevor C. Belmont, ja. Oh, der ist von Castlevania Curse of Darkness, wenn mich nicht alles täuscht. Bei hohem Gegnerschaden, Helftrophäen machen das Leben schwer und der Gegner erhält im Kampf Verstärkung von Palutena und Sheik, kann das sein? Ja. Der gute alte Simon. Bereit? Los! Ah, okay, und ich muss erst gegen Sheik kämpfen. Und tschüss. Sheik ist schon mal Geschichte, jetzt kommt Palutena. Die werden wir auch schnell besiegen. Noch ist sie nicht weg. Aber jetzt ist sie weg, gut. Ach nein, Alucard. Geh bitte weg. Ach, Simon, du Nervbrocken. Nein, Alucard, du wirst mich jetzt bitte nicht besiegen. Welche Richtung? Jawohl! Ja, Gott sei Dank war ich jetzt gerade nicht draußen, als ich meinen Special einsetzen wollte. Huiuiuiuiuiuiui, das war gerade richtig, aber so richtig knapp gerade. Gut, dass ich gerade meinen Schild gemacht habe, sonst wäre ich wahrscheinlich draußen gewesen. Es war sogar der richtige. Nice, und da wartet auch eine Schatztruhe. Geile Sache. Dann werden wir erst die eine Schatztruhe hier stibitzen. Was ist da drin? Snack viermal normal, gut. Und hier haben wir Kid Dracula von Kid Dracula. Süße Träume, oh Gott, Schlafboden, das auch noch. Als erstmal halt, ich glaube, oder soll ich? Nee, ich bleib bei dem Schlafschutz. Ja, muss ich den nehmen, ja. Okay, ja, der braucht bloß einen Slot. Das sollte mich nicht so extrem schwächen. Also, Lukas. Was, der kommt noch? Was? Willst du mich verkackeiern hier? So ein... Ja. Ja, genau, als ob der sich heilt. Geht's noch? Ach, ich habe die Kampfinfo nicht gelesen. Lass mich doch bitte raus. Danke. Vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, jetzt endlich mal die Stage zu verlassen, Lukas. Ich bin dir zum Dank verpflichtet. Wen haben wir hier noch? Gabriel Belmont ist von Castlevania Lord of Shadows. Oder Lords of Shadows, wenn mich alles täuscht. Für die PlayStation 3 war das damals das Spiel. Starke Angriffe mit Nahkampfwaffen. Der Gegner setzt auf sein Spezial seitwärts ein. Anstatt mit einem Laserschwert. Schade eigentlich, dass sie den nicht im Smash gebracht haben. Den Gabriel Belmont. Der ist eigentlich auch cool. War auch ein cooler Belmont. Bloß mit dem Nachteil, dass der im zweiten Teil... Ja gut, böse war er zwar nicht, aber er ist zu Dracula geworden. Ja genau! Willst du mich verarschen? Der scheint gerade so, als ob der mich gerade veräppeln wollte. Bleibt einfach in der Wand da hängen. Genau. Wenn es sonst nicht ist. Wenn es sonst nichts ist. Ich muss mich immer korrigieren, wenn ich irgendeinen Schwachsinn laber. Nathan Graves. Dann können wir den wechseln wieder.
Der Gegner kann in der Luft ein zusätzliches Mal springen und erhöht die Sprungkraft für Gegner. Nathan Graves. Wird auch aus irgendeinem Kampfspiel von Castlevania sein, das ich leider nicht kenne. Und wir müssen gegen Richter kämpfen. Ich sagte ja, dass ich eigentlich zu ihm Richter sage und nicht Richter. Ach, der kann. Okay, der kann das auch. Die Vierer-Kombo. Was machst du? Und tschüss. Das hat leider etwas zu lang gedauert bei dir, Richter. Tut mir furchtbar sorry. Da hast du jetzt leider kein Land gesehen. Und weiter geht's. Wir holen unseren nächsten Kämpfer ab. Natürlich holen wir jetzt die Schatztruhe. Was ist da drin? 5000 GP-Punkte. Ja, die take ich doch. Risky Boots ist auch von Shantae. Das Spiel kenne ich zwar nicht, aber ich habe es mal im Laden gesehen. Habe ich aber, glaube ich, auch schon bei Shantae selber erwähnt, als wir gegen Shantae kämpfen mussten. Gegen den Geist Shantae natürlich. Im Kampfverlauf Bombenwetter und Gegner jagt nach Items. Bob on Party und alle Items Typ Explosion. Oh mein Gott. Das auch wieder mal. Also. Dann kämpfe. Da! Eine Rakete für dich. Hat die sie es jetzt gerade geschnappt, die Rakete, weil sie sie noch angestupst hat? War jetzt auf ihrer Seite die Rakete? Keine Ahnung. Das hätte mich jetzt schon irgendwie interessiert. Ob die Rakete jetzt auf ihrer Seite war oder trotzdem noch auf meiner Seite war, weil ich sie ja geschmissen habe. Wen haben wir hier? Oh, King K. Rool. Auch ein richtig guter Kämpfer in diesem Smash. Na dann, komm her, King K. Rool. Den hole ich mir mit Freuden. Mit größter Freude sogar. Ich könnte einen Freudentanz vollführen. Aber trotzdem wird er wahrscheinlich gegen Chrom alt aussehen, denn Chrom ist eindeutig eine Klasse für sich. Aber ich will es noch nicht verschreien. Noch ist der Kampf nicht gelaufen. Ja, also C ist auf jeden Fall der King K. Rool. Aber jetzt. Jawohl. Wir haben King K. Rool freigeschalten. Nice. Ja, der wird auch noch in irgendeinem Teil verwendet werden von Super Smash Bros. Auf jeden Fall. In welchem Teil weiß ich jetzt leider noch nicht. Aber er wird auf jeden Fall genommen. Also, gehen wir zurück. Diesen geheimen Pfad. Da haben wir unseren Soll definitiv erfüllt. Jetzt müssen wir. Ach, da oben wartet auch noch ein Kämpfer. Meta Knight gibt's auch noch. Klar. Ich habe Meta Knight ganz vergessen. Es sind schon noch einige Kämpfer, wo ich noch nicht freigeschaltet habe. Also, Meta Knight. Mein nächstes Opfer. Er macht ja gar nichts. Und tschüss. Nice. Gut. Einen weiteren Kämpfer in unserem Repertoire. Sehr gut. Den haben wir hier. Oh. Link von The Legend of Zelda. Aber welcher Link ist das? Ist das von Link's Awakening oder von A Link to the Past? Ich kann es jetzt absolut nicht sagen. Stärkere Angriffe mit Nahkampfwaffen Gegner. Der Ultra Smash ist Gegner, das lädt sich schneller auf und der Gegner besitzt erhöhte Angriffskraft. Wir müssen gegen den Lungen. Ich wollte es gerade ernsthaft sagen, anstatt junger Link wollte ich gerade sagen. Lunger Jink. Oh Mann. So, da komm her. Junger Link. Angriff, Chrom. Schwertkämpfer gegen Schwertkämpfer, da sollst du eigentlich als Sieger hervorgehen, hoffe ich doch.
ey, der junge Link, der macht mir Probleme gerade. Lass mich los! Es ist halt nicht so viel rumspielen. Ich sollte eher schauen, dass ich den Kampf nach Hause bringe. Ich spiele gerade zu viel rum. Was war das schon wieder? Was war das? Keine Ahnung. Was der Computer da gerade fabriziert hat, keinen Plan. Aber gut. Und unser nächster Kämpfer, den wir freischalten können, ist Luigi. Der wird natürlich auch beschlagnahmt. Eh klar. Na dann, Luigi. Zeit zu kämpfen, komm her. Put, put, put. Oh, fast ein Schild durchbrochen. Zwar nicht ganz, aber fast. Aber viel Land hat er jetzt gerade nicht gesehen. Nee. Der hat jetzt gerade nicht sonderlich viel Land gesehen. Der war ja bockschlecht. Für das, dass der an die 10.000 Kampfkraft hatte. Gut, wir sind wieder hier. Jetzt müssen wir da hoch. Wo geht's jetzt lang? Was ist denn das für ein... für eine ulkige Welt gerade? Wer Bowser dient, dem sollst du folgen. Wer ist das? Taubnuss ist es mit Sicherheit nicht. Ich glaube, Lucky Toon Stachy ist es. Der dient Bowser. Massenweise Gegner am laufenden Band. Achtmal was? Achtmal Bowser oder achtmal Mini-Bowser? Was? Achtmal Bowser und einmal Iggy. Okay. Bereit? Ja. Einmal Bowser weg. Zweimal Bowser weg. So. Iggy ist weg, gut. Oh, der hat... was? Der, was? Noch nicht weg? Obwohl ich den jetzt so geplättet habe gerade. So, dann nehmen wir die Unira. Ja, die bringt uns jetzt rein gar nichts. Hol! Der eine Bowser gerade. Ist einfach rausgeflogen. Und tschüss. Oh, der war auch eigentlich idiotensicher, der Kampf. Es sei denn, man fliegt in der Mitte runter. Das kann nämlich schon mal passieren in der Stage. Dass man da sich nicht mehr auf einer Plattform retten kann. Und, war's richtig? Jawohl, es war sogar richtig geil. Und gibt's eine Schatztruhe? Jawohl, es gibt eine Schatztruhe. Nice. Gut, dann werden wir aber den auch noch bekämpfen. Den Taubnuss. Aus Super Mario Land. Oh, Super Mario, ich kenne dieses Mario schon, ich habe es auch schon gespielt, aber ich weiß jetzt nicht aus welchem. Es kam auf jeden Fall auch auf der Super Nintendo raus, das weiß ich, dieses Spiel. Ich weiß aber bloß nicht mehr, welches Mario-Teil oder welcher Mario-Teil das war. Hier startet mit einem Raketengurt erhöhte Sprungkraft. Okay. Gegen Peach. Bereit? So, Peachy. Dann komm mal her. Passend zum Ende von der Melodie. Boom. Das war jetzt gerade geil. Das war zwar Zufall, aber es war geil. Das war jetzt auch nicht schlecht. Passend zum Ende, würde ich mal behaupten. Und hier haben wir unsere nächste Schatztruhe mit viermal einem normalen Snack. Was haben wir hier? Der Subraumarmee, wahrer Führer, leitet dich zum Ziel. Das war doch Tabu, oder? Wo ist der? Ja, Dark Matter war es nicht. Master Giant war es auch nicht. Prophet war es auch nicht. Da haben wir ein Tabu aus Super Smash Bros. Brawl. Ausdauer Smash, im Kampflauf gelegentlicher Schaden für dich und Metallverwandlung. Ob bin ich da gewappnet? Ich werde einen anderen Geist nehmen.
Ich werde den nehmen. Da kann ich nämlich noch Metallschreck nehmen. Der mir definitiv einen Vorteil verschafft. Definitiv. Metall-Bayonetta. Bereit? Ah, der könnte ätzend werden, der Kampf. Ja, genau, als ob sie das kann. Muss ausweichen. Gewonnen. Die war jetzt gerade richtig schlecht. Für das, dass es ein Level 4er Geist war, war die richtig bockschlecht. Die war nicht gut. Ne, die war definitiv nicht gut. Aber war es die richtige Antwort? Ja, es war die richtige Antwort. Geil. Und da oben erwartet uns auch eine Schatztruhe. Mega. Und da erwartet uns unser nächster Endgegner, den jetzt angezogen wird, aber ich jetzt da eigentlich noch gar nicht hin will, wenn ich ehrlich bin. Dann werde ich jetzt erst die Kämpfe hier bestreiten. Medusa auf dem Kid Icarus. Gegner hat Superrüstung, ist langsamer Ausdauerslösch und erhöhte Schwerkraft. Okay. Ich bin zwar im Nachteil, aber egal. Bereit? Soll trotzdem machbar sein. Lass mich los. Oh, die ist stark. Das hört sich auch immer so geil an, wenn die schreit. Oh, die kann sich auch noch entwickeln, die Medusa, okay. Und zu was? Zu einer sechsköpfigen Medusa. Keine Ahnung, das war jetzt bloß mal wieder blöd dahergelabert von mir. Der uralte Minister, das ist eigentlich Rob, auch im Super Smash Bros. Brawl, der sich aber erst als Feind getarnt hat, um den Gegner zu verwirren, oder halt um, ja, um den eigentlichen Feind eigentlich in die Irre zu führen. Oh Gott, nein. Nicht der Bildschirm, steht wieder plötzlich Kopf. Und startet mit einem Bombio und erhöhte Explosionsabwehr. Na gut. Dann werden wir uns das wohl oder übel antun müssen. Mit dieser... Oh nein. Das war dieser Bombio. Wow. So, und jetzt. Tschüss. Jawohl, einer noch, komm. Und das war dieser Bombio. Mal langsam bewegen. Jawohl. Ja, da muss ich echt fit im Kopf sein, dass ich das überrissen bringe mit dieser blöden, gespiegelten Steuerung. Da war jetzt wirklich... Sollte jetzt zwar nicht wieder ein Selbstlob sein, aber da war ich jetzt auf der Höhe, würde ich mal behaupten. So, jetzt den da. Master Giant, der ist von den Super Smash Bros. Für die Wii U der Endgegner, der sich in verschiedene Sachen verwandeln kann. Der ist auch richtig ätzend, dieser Endgegner. Was haben wir denn hier? Bombenwetter, Superrüstung und Ausdauer-Smash. Okay. Da werde ich diesen Primärgeist behalten. Ja genau, wirft mich, wäre ich. Ah. Nein. Und tschüss. Gewonnen. Die Augen von Donkey. Sau geil. Dass die ihm nicht rausfallen, das wundert mich. Seine Augen, so wie der sie rauspresst eigentlich. Aber gut. Unser nächster Gegner ist Dark Matter. Aus der Kirby-Reihe. Sagt mir, ich sage ja, Angriffe mit Nahkampfwaffen, kritische Gegnertreffer fallen manchmal super stark aus. Und mal wieder Ausdauer-Smash. Aber gut. Das werde ich doch hoffentlicherweise hinkriegen. Oh je, gegen Meta Knight und König DDD. Ja, der könnte schwierig werden, der Kampf. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Du blöder König DDD.
wieder nicht aufgepasst, verdammt. Oh nein. Das auch noch. Das ist los. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Dieser blöde Hexer. Jawohl, das war gut. Nein. Well, komm, wir haben ihn fast. Ein Schlag noch, komm. Jawohl. Selbst im Dunkeln habe ich gewonnen, geil. Ja, der war jetzt auch nicht schwach, muss ich sagen. König DDD war nervig. Meta Knight jetzt eher weniger, aber König DDD war richtig ätzend. So, schaffen wir den letzten Kampf hier auch noch. Gegen Prophet, also sprich gegen den Endgegner aus Bayonetta 2. Der letzte Gegner. Stärkere Armangriffe und Ausdauer-Smash mal wieder. Dann holen wir uns die Schatztruhe. Noch. Bereit? Also, auf geht's, Bayonetta. Zeig, was in dir steckt. Schade, sie hat mich getroffen, Männer. Und tschüss. Als würde sie husten. Jawohl, auch den Kampf haben wir relativ solide gewonnen. Und ich habe wieder keinen Kampf bisher mit Chrom verloren. Geil. Sehr gut. Los, Schatztruhe, öffne dich. Ich will wissen, was da drin ist. Zweimal Maxi-Snack. Geil. Gut. Ja, Leute, dann... Ups, falsche Richtung. Da muss ich lang. Und somit stehen wir unserem nächsten Zwischenendgegner gegenüber. Aber den werde ich in meinem nächsten Teil in Angriff nehmen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und ich bin mit... Ja, also ich würde sagen, ich bin mit Chrom jetzt regelrecht durchmarschiert. Klar, sein Stil liegt mir einfach genauso wie der von Marv und Lucina. Und auch Roy liegt mir richtig gut, weil ich mit diesen vier Kämpfern eigentlich recht gut kämpfen kann. Soll jetzt kein Eigenlob sein, aber es... Ja, es ist einfach Tatsache, wenn ich so sagen darf. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich weiß zwar nicht, ob ich den Satz schon gesagt habe mit dem Daumen nach oben. Und wenn ich es doppelt gemoppelt gesagt haben sollte, dann ist es halt so. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt aber und sage hiermit, macht es gut, halt die Ohren steif und bis zu einem weiteren Video mit Super Smash Bros. Ultimate. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder mit dabei und freut euch auf mich, denn ich freue mich schließlich auch auf euch und auf das, dass ihr meine Videos anschaut. Also Leute, bis zum nächsten Mal und macht es gut. Ciao, ciao.